So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich sitze hier wieder mal auf dem Klo, hier wo ich auch das Zitronenwasser getrunken habe, also das Zitronensaftkonzentrat und dieses Gurkenwasser und dieses andere Zeug. Und ich wollte mich jetzt einfach hierher setzen, weil hier ist es nicht ganz so dunkel wie drüben immer und da werde ich immer so künstlich angestrahlt. Ich habe letztens ein Video hochgeladen, ich habe Fanpost bekommen vom Biala, der Biala von Main. Kennt ihr ja vielleicht immer aus den Streams. Der hat mir eine Trinkflasche aus Edelstahl, so einen richtig heftigen Bottich, geschickt, dass wenn ich wandern gehe oder draußen aktiv bin und viel rumlaufe wegen Pokémon und Co., dass ich da immer schön was zu trinken dabei haben kann. Und ich habe diese billigen Plastikflaschen zurückgreifen muss von Fanta, Cola, Sprite etc. Jetzt habe ich einmal aus Versehen gesagt, dass das so eine große Öffnung hat und wenn ich da trinke, mir das alles links und rechts runterläuft. Und was hat Biala dann gemacht, der Ehrenmann? Er hat einfach mir noch ein Paket geschickt. Guckt euch das an, das ist wieder von Amazon. Und wenn man hier reinguckt, sieht man, was ist das in diesem Paket? Ist einfach noch ein kleines Paket und hier steht dann einfach Ecotanga Reduzierverschluss. Tanga und Thermotanga neu. Sprich, nur weil ich gesagt habe, dass das irgendwie zu groß ist, hat er mir jetzt einen Reduzierverschluss nochmal hinterhergeschickt. Ich möchte nicht wissen, wie viel nur dieser einzelne Verschluss kostet oder wie viel diese komplette Flasche gekostet hat. Den seht ihr jetzt aber hier. Den schraubt ihr also dann so drauf auf die dicke, fette, große Öffnung und dann könnt ihr hier oben abschrauben und habt dann hier das Mundstück zum Trinken. Nochmal so als Aufsatz, wer kennt das noch? Nanu, der geht ja noch! Wer mehr, die Russen sind da! Wo der Herr Röhrig an dem Schnüffelstück rumgesaugt hat. Das erinnert mich auf jeden Fall daran. Sieht auch sehr gut verarbeitet aus, hier ist auch fett der Gummi dran. Also Dankeschön an Biala von Main. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht am Sea Day am nächsten, vielleicht bei der nächsten Natururinwanderung. Irgendwie sowas, muss man ja immer Wasser dabei haben. Aber das ist nicht alles, denn mir haben mehrere Leute geschrieben, die gesagt haben, ob ich ihnen meine Adresse geben kann. Sie wollen mir auch was schicken. Und jetzt habe ich noch ein richtig fettes, gelbes Paket bekommen vom Hannes, ne? Vom Hannes Schröder, darf man ja sagen. Der Name steht ja sowieso immer in den Streams unten dabei. Der Hannes kommt nämlich aus München, das darf man bestimmt auch noch sagen. Und der hat gesagt, Ramses, gib her, ich hab da was, ich will dir da auch mal was schicken. Da steht drauf, Vorsicht, Glas. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Wir haben extra hier unsere schöne Schere dabei mit dem gummierten Griff. Grau und grün. Wir schlitzen das jetzt mal auf und schauen mal, was der Hannes Schröder uns geschickt hat. Normalerweise, also heute ist Dienstag, heute ist eher ein vollgestopfter Tag. Ich habe heute früh ein Video gemacht wegen C-Krom zum Abschied, weil morgen kommt ja Kyurem. Dann habe ich ein Video gemacht zum Gewinnspiel, weil Dienstag ist und wir wieder mal ein Gewinnspiel raushauen. Dann ist heute Abend noch die Spotlight-Stunde, der Stream gewesen. Und dann will ich nachträglich auch noch dieses Fan-Paket-Video raushauen. Also vier Videos an einem Tag. Die Leute werden bekloppt. Und andere sagen, sie wissen nicht, was sie hochladen sollen. Ihnen gehen die Ideen aus. Ich komme einfach gar nicht hinterher. Ich habe noch so viele Ramses Kitchen-Folgen auch auf dem PC rumliegen, die ich alle mal veröffentlichen wollte. Und noch ein paar so Challenges und noch ein paar andere Sachen. Und so viele Pokémon-Sachen und Ideen und andere Spiele, die ich euch mal zeigen wollte. Aber ich vier Videos. Die Leute kommen doch gar nicht hinterher, die Leute fühlen sich erdrückt. Ich habe zwar letztens einen Kommentar auch gelesen, da hat einer gemeint, ich war gerade fertig, das letzte Ramses-Video zu schauen, da werde ich direkt wieder gefüttert. Sehr schön. Das ist natürlich cool, wenn es solche Leute gibt, die dann sagen, ach, jetzt habe ich gerade geguckt, jetzt ist mir langweilig, hey! Oh. Was war da denn los? Das ist ja ein richtiges... Das ist ja nicht nur ein was, das sind mehrere Sachen drin. Das tun wir hier mal kurz umkrempeln und gucken mal hier rein, wie das aussieht. Das sind tausend Sachen drin, da ist auch noch ein Brief drin. Hey Bro, ich habe etwas Kleines für Adi reingepackt. Für Pupsi ist die Schokolade und für dich der Rest. Und ich hoffe, es gefällt dir.
Liebe Grüße, Hannes. Das ist doch richtig genial. Und auch schön, dass er extra schreibt, die Schokolade ist für Pupsi, weil Pupsi isst gerne mal Schokolade. Oder meine Mom, die ist... Hier, der Adi hat gehört, dass es was gibt, ne? Adi, hast du... Ja, was ist denn? Ja, komm doch hier. Guck, Adi, hier ist nämlich schon was für dich. Guck dir das an. Feine Katzensticks mit Hähnchen und Ente. Adi, was sagst du dazu? Katzensticks? Wollen wir dir gleich mal eins geben? Komm, wir machen mal eins auf. Füttern dem Adi mal einen Katzenstick. Da freut er sich bestimmt. Gehen auch mal näher ran. Kannst schon gar nicht erwarten. Sehr gut. Da dreht er gleich wieder durch und haut ab und reißt einem das Ding aus den Pfoten. Auf jeden Fall für den Adi hier Katzensticks. Sehr schön. Dann haben wir noch diese Dreamies mit köstlichem Käse. Dreamies, die natürlich auch lecker so als Snacks für zwischendurch. Dann haben wir nochmal hier Katzengrillis mit Rind. Ich glaube, Adi ist back. Der sitzt schon wieder hier auf dem Waschbecken und guckt. Ich glaube, der will schon wieder was. Du wartest jetzt, du Banause. Dann haben wir hier also Schokolade. Schokolade für Pupsi zum Essen. Da freut sie sich bestimmt auch. Wenn die nicht alles isst, kann Mama bestimmt auch noch was essen. Mal gucken, wer er wieder herkommt. Der kriegt dann alles. Dann haben wir eine Packung Chio Tortillas. Der Ramses, der ist nämlich nicht der süße Typ. Der Ramses ist der herzhafte Typ. Bevor ich Schokolade esse, esse ich lieber eine Tüte Chips. Aber dann nicht diese dünnen, ekligen, sondern entweder müssen die geriffelt sein oder Tortillas, so Mais-Snacks, ne? Das geht auf jeden Fall auch immer. Hot Chili, wenigstens auch scharf, freut mich. Also er hat genau meinen Geschmack getroffen und hat mir wenigstens keine Schokolade gegeben. Und dann, ich glaube, er will mich komplett verarschen, oder? Wir haben nochmal hier feine Katzensticks dabei. Und das habe ich aber nicht gemeint. Ich glaube, der Adi hat am meisten. Der Adi hat schon 4 Sachen bekommen. Pupsi hat eine Sache bekommen. Ich habe eine Sache bekommen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben nämlich hier noch was. Das ist ziemlich schwer. Das machen wir aber auch mal auf. Oder? Ich traue mich gar nicht. Was da drin ist. Wir legen das erstmal kurz zurück. Hier haben wir eine... Pappe! Hey! Ich wollte schon immer meine eigene Pappe haben im DIN A4 Format. Das ist auch richtig genial. Hier liegt aber noch was. Ach so, jetzt verstehe ich das. Da liegt nämlich noch eine Pappe. Denn zwischen den zwei Pappen war das hier. Und was das hier ist, das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich ein Autogramm von Rey Mysterio. Unterschrieben, in Folie eingepackt. Wir können es ja vielleicht mal kurz hier so rausziehen. Dass das nicht so sehr spiegelt. Jetzt spiegelt es noch mehr. Guck, wie das glänzt. Da schwitzt der Rey Mysterio auf dem Bild. Und das sieht so heftig aus. Ich glaube, das packe ich mir dann auf jeden Fall in einen Bilderrahmen und hänge mir das auf. Schön von Fujifilm, wie man sieht. Rey Mysterio sieht richtig genial aus. Richtig Hochglanz plus Unterschrift dabei. Wie er das gemacht hat, ist das Original? Oder hast du ein Autogramm genommen und hast das kopiert? Oder gab es das und du hast was mitgenommen und er hat das unterschrieben? Oder es ist auf jeden Fall richtig heftig. Rey Mysterio, einer meiner Lieblingswrestler natürlich. Der kleine Mann mit großem Herz. Das eine muss ich euch zum Schluss zeigen. Das sehe ich nämlich schon, aber ihr nicht. Deswegen packen wir jetzt hier das noch aus, was das auch immer sein soll. Hier haben wir noch eine Tüte, ne? Da freut sich der Adi bestimmt gleich wieder. Guck mal, Adi. Jetzt achtet mal ganz genau auf den Adi seinen Mund. Nein, das habe ich eigentlich nicht gemeint. Adi, warte, warte, warte. Wenn man dem Adi das nur zeigt. Da. Der beginnt dann immer zu schnaufen und macht dann mal. Was? Okay, hier, nimm. Tschüss, viel Spaß. Der Adi haut wieder ab. Also, was der mit Müll alles anfangen kann, keine Ahnung, alle würden es wegschmeißen, aber der Adi, der gönnt sich richtig. Und das ist eine Glasflasche
eine Bierflasche, eine sonst was. Wenn man es so nimmt, dann können das machen wie in Amerika, einfach oben auf und dann immer... Dann muss das ja wohl was Besonderes sein, wenn der mir hier eine Flasche schickt. Hat auf jeden Fall einen roten Stöpsel, wie man sieht. Wenn wir das rausziehen, haben wir Ismaninger Brauereigenossenschaft Grias D, Alkohol 4,7%, helles, unfiltriert, 2017. Ich weiß nicht genau, was es mit diesem Bier auf sich hat, warum ausgerechnet er mir diese Flasche Bier schickt. Ist das sein Lieblingsbier oder hat er das selber gebraut? Ist er Brauer, ja? Initiiert 1880 durch den Pioniergeist der Vorväter, realisiert 2017 dank bayerischer Beharrlichkeit. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, gebraut und abgefüllt in der Schlossbrauerei AU Hallertau, Schlossbräugasse 2, 84072 AU Hallertau, Brauereigenossenschaft Ismaning EG. Da fällt gleich noch was. Nee, das faltet sich nur auf. Mindestens haltbar bis 18.02.2020. Na, da bin ich aber froh, dass das jetzt noch ankam. Theoretisch müsste ich das eigentlich gleich aufmachen und mal probieren. Aber jetzt habe ich noch ein was. Und das raff ich nicht, wie man sowas verschenken kann oder wie man sowas haben kann. Na gut, vielleicht kann man sich das kaufen, vielleicht ist das sonst wie vielleicht. Aber dass der sowas rausgibt, abgibt, das überrascht mich. Ja, Adi ist doch hier, nimm doch das ganze Papier und freu dich. Den Zettel hebe ich auf jeden Fall auch auf. Denn wir haben hier drin noch eine Maske. Aber nicht nur irgendeine Maske, sondern eine Rey Mysterio Maske. Guckt euch das an. Ist das nicht brutal? Ich meine, mit meiner Frisur sehe ich selber schon aus wie Rey Mysterio. Vielleicht können wir die sogar mal aufziehen, oder? Passt da mein Fettschädel rein? Ich weiß es nicht. Wird eng, glaube ich. Ich glaube, das soll eng sein oder muss eng sein. So, wie sieht das aus? Kennt ihr das, ne? Jetzt ist die Nase voll eingeklemmt. Das ist nicht mehr Rey Mysterio. Das ist Ramsisterio. Guckt euch das an. Oh! Ramsisterio, wer kennt das nicht? Hinten auch die Haare, ey, die ist hinten offen, aber nur so ein Gummiband drum. Jetzt schnürt mir das den ganzen Kopf ein. Das Problem ist, mir wird so die Nase zusammengedrückt. Ich glaube, ich muss die noch ein Stück hoch machen. Nee, wenn ich sie hoch mache, ist auch komisch, da drückt es noch mehr die Nase zusammen. Ich glaube, die sollte man nicht unbedingt aufsetzen. Die geht nämlich hier unten auch nicht zu. Jetzt geht sie zu, wenn ich so mache. Da sieht es aber komisch aus. Also ich glaube, die Maske, dafür ist mein Kopf etwas zu breit, trotzdem, nein, ich komme nicht mehr raus. Trotzdem kann man sie aufsetzen, zumindest mal fürs Video, für ein Foto, aber ich glaube, dafür müsste ich mir wirklich so ein, da gibt es doch immer so Köpfe, so Styroporköpfe oder Glasköpfe, die hat es auf jeden Fall verdient, sich so einen Glaskopf zu bestellen und die dann drauf zu packen, dass die so dasteht, richtig getragen, richtig elegant, richtig brutal. Also vielen lieben Dank, lieber Hannes. Ich fühle mich geehrt. Das ist so toll. Du hast an Pupsi gedacht, du hast an Adi gedacht. Du hast ganz viel an Adi gedacht. Du hast an mich gedacht. Es gibt Chips, es gibt eine Autogrammkarte. Eine richtig fette, große Autogrammkarte. Es gibt eine Rey Mysterio Maske. Sowas habe ich noch nie bekommen, sowas habe ich noch nie gesehen. Wenn ich nicht so fett wäre, würde ich jetzt noch Wrestling machen mit dieser Maske. Und alle würden denken, hey, Rey Mysterio ist plötzlich Sumo-Ringer. Und du hast mir sogar noch ein Bier mitgegeben, ein Bier mitgeschickt. Und eigentlich wollte ich nicht mehr Bier trinken so viel. Jetzt habe ich gestern erst Bier getrunken. Aber weil das Video noch läuft, machen wir das mal auf mit unserer Schere, ne? Und probieren mal dieses Bier, wenn das schon so gut
sein soll. Vielleicht ist es sein Lieblingsbier, vielleicht ist es sein Heimatbier, ich weiß es nicht. Ismaninger Brauereigenossenschaft ist auf jeden Fall ein helles, unfiltriert. Kann man auf jeden Fall gut trinken, wenn ihr andere Biers trinkt und setzt dann ab. Habt ihr am Ende immer so einen richtig extrem bitteren Geschmack. Und dann kriegt ihr auch so, das habe ich bei dem Wickhüller dann gehabt. Als ich zu viel Wickhüller getrunken habe, ich habe immer, wenn ich abgesetzt habe, dann so einen Würgereiz bekommen automatisch, weil ich es gar nicht mehr runterschlucken wollte. Weil das dann immer so bitter war im Nachhinein. Ist hier gar nicht. Gut, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da 20 Stück davon trinkt. Merke ich jetzt aber noch nicht. Ist eigentlich ganz sanft, hat ja auch nur 4,7, ist also unter 5, das passt auf jeden Fall. Guckt euch den Adi nochmal an, der Adi chillt schon wieder hier. Ne Adi, was sagst du? Jetzt auch mal. Ja, ich glaube der Adi findet... Bier, geh weg! Adi, alles gut, bleib hier! Adi, Schatz, nein! Ach, ich glaube der Adi haut ab, alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall und bedanke mich für dieses richtig fette XXL Fanpaket, Zuschauerpaket, Überraschungspaket, was auch immer. Also das von Biala war ja schon cool. Er hat mich komplett überrascht, weil ich damit nie gerechnet hätte. Aber der Hannes hat trotzdem, man muss es so sagen, nochmal... Also kommt so eine Adi in den Karton kriecht und mit dem Karton dann in die Wanne fällt. Der Hannes hat auf jeden Fall trotzdem nochmal einen draufgesetzt, richtig heftig. So ein riesen Schlemmerpaket, so viel Inhalt, so viele verschiedene Sachen. So wertvolle Sachen, die man nicht einfach überall herbekommt, die nicht einfach selbstverständlich sind. Und noch Bier. Da freue ich mich ganz besonders. Das wollen wir jetzt noch austrinken. In 2 Minuten ist auch der Akku leer, keine Ahnung. Die muss ich eh noch laden. Morgen kommt nämlich Kyurem und da wollen wir ja frühs auch wieder am Start sein, wollen rausgehen, wollen Kyurem jagen und den ersten Kyurem Raid machen. Bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut mit meinen Handys, aber ich habe mich heute um mein Handyproblem gekümmert. Ich habe nämlich bei eBay Kleinanzeigen, da bin ich hin und habe ich 3 Verkäufer angeschrieben. Und weil ich mich dann nicht entscheiden konnte zwischen den 3, habe ich einfach bei allen 3 Verkäufern gekauft und habe mir heute 3 Handys bestellt, also... Dankeschön natürlich immer für den Support und für die Spenden, dass ihr mir das ermöglicht, dass ich meine Pokémon-Sucht weiterführen kann. Es zeigt immer noch 2 Minuten an. Ah, die kriecht hinterm Klo entlang, da werden wir noch einen Schluck nehmen. Die Zeit müssen wir uns jetzt einfach gönnen. Wir trinken auf den Hannes. Grüße gehen raus an den Hannes. Und ich habe auch in der einen Sendung, gestern beim Stream war das, habe ich doch gezeigt, der hat mir auch schon ein Shiny Pichu damals mit Weihnachtsmütze geschenkt, beziehungsweise getauscht, wollte auch nichts dafür haben. Er hat jetzt ja auch gesagt, selbst ein, was ging es um Litomif? Och Adi, nicht die Maske. Ging es um Litomif, ging es um Dusselgur? Ich glaube, es ging um Dusselgur, wo er auch gemeint hat, wenn ich noch eins brauche, er würde mir seins auch abgeben. Ich bin gerade guter Dinge bei Dusselgur. Ich habe jetzt 3 Stück. 3 Stück. 1 fehlt mir noch bei Dusselgur. Aber es ist noch ein bisschen Zeit und zur Not würde mir der Extrem auch eins abgeben. Der ist ja hier vor Ort. Denn ich will nicht dem Hannes alles aus den Rippen schneiden. Der hat schon genug für mich getan. Ich freue mich aber, dass es so korrekte Fans gibt, so treue Fans, so treue Zuschauer. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ja, wenn es wieder heißt, ne? Das ist perfekt. Akku ist leer, kam nochmal die Meldung, jetzt ist aus. Wir sind auch aus, wir sind raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.